Hallo, da sind wir wieder in unserer Sims 4 WG. Die sind ja hier immer noch in Granite Falls in Urlaub. Und der Roy, der sollte sich eigentlich noch mit ein paar Sims hier anfreunden. Der hat ja dieses tolle Merkmal, was ich ihm da gekauft habe. Unheimlich freundlich. Und dann reicht es ja immer, wenn er sich einfach vorstellt und schon ist er mit denen befreundet. Allerdings sehe ich hier nur ein paar Sims rumliegen, wie Hannah. Neue Sims sind mal wieder gar nicht da. Da hinten läuft einer. Deburu Plone Und da Valamarta. läuft noch einer. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ah, Kennst du die schon? happy all. Los, hier, geh mal. Moment. Ah, da. Nein, den kennst du noch nicht. Freundlich vorstellen. Mach das. Und der hier? Die kennst du schon. Okay. Los, flitze dahin. Hör auf, da rumzuliegen. So, mal gucken. Elisa, was machst du? Spielen. Sehr schön. Du übst an deiner Motorikfähigkeit. Luna labert mit Luisa. Komm, du kannst jetzt hier mal kurz. Ah, du hast Schmetterlinge gefangen. Hatte ich ihr den Auftrag gegeben? Keine Ahnung. So, du kannst jetzt erstmal hier weiter mitmachen. Komm, mach mal da mit. Kannst da schön labern und dann kannst du nämlich deine Sozialfähigkeit. Da sollst du ja noch Level 5 erreichen. Muss ich mal kurz schauen. Autschen. Ah, Wo bin ich denn? Hier. Genau. Da, Level 5 sollst du erreichen. Wie viel hast du? Oh, guck mal, es geht ja. Ist ja gar nicht mehr viel. Ey, wer kocht denn da? Lecker, wir kriegen was zu essen. Sehr schön. Das darfst du dir dann wieder angucken. Das sieht wieder total lecker aus hier. Gegrillte Früchte. Seid ihr unter die Vegetarier gegangen? So, halt, Moment. Hier gibt es Frischfleisch. Muss ich mal gucken. Jawohl. Wollte ich vorstellen. Und wer ist er hier? Ja, den nehmen wir auch gleich. Komm, Freund. Dich vorstellen. Mach das. Muss ich mal gucken, hat es mit dem anderen schon geklappt? Jo. Fein. Dann kannst du ja mit dem aufhören zu labern. Zusammen in die Sterne gucken. Quatsch. Quatsch, wir sind doch nicht hier im Urlaub zu machen. Nein. Der will hier nicht, oder was? Bei denen klappt das nicht. Hey, warum ist die andere wieder weg hier? Komm, die Omi. Wo ist denn die Omi hin? Ach, der kommt erst mal angelaufen hier. Das kann ja noch dauern, bis er da ist. So, Luisa, du hast doch da gerade einen Käfer gefangen. Aber ich glaube, das zählt nicht. Ich glaube, sie braucht wirklich Käfer. Ist egal. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Komm, wir probieren das einfach mal aus. Wo ist das Lagerfeuer? Da, komm. Hier kannst du mal schön einen Käfer grillen. Ach, du hast keine Käfer. Nee. Es müssen wirklich Käfer sein. Ja, toll. Hat jemand Käfer? Haben wir zu Hause Käfer? Man kann das auch zu Hause machen. Man muss das nicht hier machen. So, hast du dich jetzt hier wenigstens mit dem angefreundet? Das sieht nicht so aus. Doch, hat geklappt. Hat geklappt. Sehr schön. wir brauchen noch Sims. Wir sind jetzt gerade schon so schön weit hier. Käfer sehe ich auch nicht. Nein, hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ich kann natürlich auch nicht zu lange bleiben, weil die müssen ja am nächsten Tag alle in die Schule und so weiter. Ich muss mal kurz gucken, wie fett die so sind. Ach, puh. naja. Ja, die wird schon langsam ein bisschen schläfrig. Eigentlich sind die alle ganz gut drauf hier. Geht so, ne? Kann man jetzt nicht wirklich meckern. Also so ein bisschen kann ich ja noch bleiben. Ich kann ja mal kurz gucken, ob hier noch irgendjemand erscheint. Sieht aber nicht so aus. Naja, okay. Wir gucken mal, was die Elisa macht. Seid ihr schön am Sabbeln? Ja, komm. Ja, ihr müsst ruhig ein bisschen weiter quaken. Bei Hufeisenwerfen mitmachen. Ja, klar. Macht mal gemeinsam das Foto. Komm. Und ich schau mal. Ja! Sie hat es geschafft! Super! Meilenstein erreicht! So, was haben wir jetzt? Oh, Level 10 der Sozialfähigkeit. Mit drei anderen Kindern anfreunden. Ja, sie ist aber schon deine Freundin, oder? Oder neue sein. Ach je. Und mit zwei Erwachsenen anfreunden. Ja! Du! Ah, ich glaube, bei den Erwachsenen kannst du auch den Roy nehmen hier. Der ist sein Vater hier, den geht nicht.
Ah, und mit der Luisa könnt euch, kannst du dich anfreunden. Ja, das könnte doch klappen. So. Ich denke mal, ich werde die mal jetzt doch nach Hause schicken, sonst wird das alles. Sie wird ja sowieso von den Mücken geplagt. Okay. Wir müssen nach Hause. Wir haben ja dann Großes vor, ne? Ihr müsst ja fit sein, damit ihr dann nach Windenburg reisen könnt das nächste Mal, ne? Also, einfach alle ab nach Hause. Wer hat den Urlaub geplant? Keine Ahnung. kann ich den direkt hier eigentlich Urlaub verlängern? Nein. Nach Hause reisen. Ja. Nach Hause gehen. Okay. So, da sind sie alle wieder. Sehr schön. Ja. Du hast es mal wieder gar nicht geklappt. Nicht geklappt hier von wegen mit allen Anfreunden. Aber okay. Müssen wir mit leben. Jetzt muss ich mal kurz checken. Wer muss denn jetzt hier wann irgendwo mal los? Du musst in 11 Stunden zur Arbeit. Du musst erst in 2 Tagen. Du auch erst in 2 Tagen. Das ist cool. Und du musst auch. Und die Mädels, die müssen natürlich ins Bett. Haben die eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht? Ich habe gar nicht. Ach so, steht doch da. Quatsch. Abgeschlossen. Und du? Auch abgeschlossen. Ihr seid gut. Meine Kinder sind gut. Ja, ach, du bist schon auf dem Weg ins Bett. Okay. Und sie hier? Auch. Nee, geh mal erst nochmal ganz kurz hier. Einmal, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Eli, es pennt schon. Ach, da liest sie doch schon. Ah, na gut, dann lassen wir sie mal schlafen. So, und ihr zwei? Ah, er möchte ein bisschen kreativ sein hier, ne? Er möchte auch mal ein bisschen mit den Tonklumpen rumspielen. Ja, wenn ihr jetzt hier das Zimmer blockiert, müssen die Mädels natürlich woanders pennen, ne? Geht ja nicht anders. Er schnarcht auch schon, okay. Sie nicht. Wie viele Tonklumpen habe ich denn? Hatte ich 2? Habt ihr den geteilt? Keine Ahnung. Okay, ich hau die jetzt erstmal alle ins Bett. Hier, los, ab in die Kiste. Ja, Roy, ich weiß, du bist eigentlich gar nicht müde. Und wo könntest du jetzt schlafen? Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, geh doch einfach da schlafen, komm. So, du bist im Bett? Die beiden sind noch nicht. Haben wir überhaupt noch freie Betten? 1? Kann ich nicht zählen, oder was? Der muss doch noch... Er schläft? Komm, Hannah, du gehst jetzt auch schlafen. Ach, hier ist noch eins. Ich wollte gerade sagen, wo ist er doch jetzt hier nicht hin? Ach, Luisa, ja. Sorry, dann musst du jetzt da rein. Okay, wenn du erst wieder wach ist, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, Don muss in 1 Stunde zur Arbeit. Ha, wo ist er? Oh, er hat ausgeschlafen. Ach, er geht auch schon duschen. Super, mein Gott. So, die Kinder müssen auch los. Oh, oh. Ja, sie muss dann zwischendurch nachts hier auf dem Klo und das hat sie irgendwie nicht so ganz geschafft. Jetzt ist sie runtergerannt. Ich wollte mal gucken, ist das Klo und ich habe gar nicht aufgepasst. Nö. Sie ist erst runtergerannt und dann ist sie wieder nach oben gerannt. Ja, das hat natürlich wieder ewig gedauert. Okay, aufstehen, komm. Du musst noch was essen vorher. Und du? Auch. Also eigentlich müsst ihr beide noch schnell was essen. Ich hoffe, wir haben noch irgendwas im Kühlschrank. Öffnen. Ja, guck mal, wir haben ja hier noch Knoblauchnudeln oder irgend sowas. Und hier, komm, du musst natürlich auch was essen, komm. Vielleicht schafft ihr das noch vorher. Nimm dir mal auch was. Ach, es ist ja erst 7. Das sollte klappen. Er hier. Aber was machst du denn da? Was hältst du denn davon, wenn du einfach noch einen Happen gegessen hättest? Ja, nee, okay, dann schicke ich mal jetzt alleine los. Los, Blitze. Tschüss. Irgendwann gehe ich auch wieder mit euch mit. So, was machen meine anderen? Hanna, du hast andere Probleme. Steh auf, komm. Das kriegen die irgendwie gar nicht mit hier. Komm, du darfst jetzt erstmal aufs Klo und dann gehst du erstmal was duschen und dann darfst du auch was essen gehen. Da, immer dasselbe. Komm, hier, komm. Also kann doch was da. Ja, Roy, geh nach oben. Passt schon. Luisa! Du. Luisa, du hast auch Hunger und hast ausgeschlafen. Steh doch auf. Komm, hier, komm. Öffnen, du darfst ja auch was nehmen. Und hoffentlich reicht es ja noch für die Hanna. Ach, du musst ja gar nicht los. Du musst nicht los und die Hanna muss nicht los. Du musst es los. Du hast aber noch... Du hast noch gar keinen Durchbruch erlitten. Du hast noch keinen Durchbruch. Dir fehlt noch einer. Was hältst du davon, wenn du nochmal irgendwie aufs Klo gehst? Wo ist er denn überhaupt?
Der hat sich irgendwo oben hingesetzt. Genau. Nee, 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 nee. Komm, du darfst jetzt hier mal das hier verwenden und alles andere darfst du nicht machen. Mach mal. Und dann darfst du nochmal duschen. Vielleicht kriegst du da ja einen kreativen Durchbruch. Hm? Vielleicht klappt das ja noch. Das wär's doch mal. Ja, das müsste dich sowieso mal wieder dann begleiten. Aber jetzt geh erstmal. Außerdem kommt dann sowieso erstmal das neue Spiel raus. Und dann denke ich mal, werde ich erstmal ein bisschen was anderes machen. Und euch sowieso erstmal alleine losschicken. Ach, hier wollte ich doch mal kurz gucken. Was haben wir denn überhaupt für Viecher? Haben wir vielleicht sogar einen Käfer hier? Was ist denn das? Eine Biene? Und eine Libelle? Nee. Keine Käfer! Keine Käfer, Louis, für Luisa. Luisa kann keine Käfer essen. Naja, müssen wir mit leben. So. Und? Du? Kriegst du noch einen Durchbruch? Nee, er ist verspielt. Sieht nicht so aus. So, okay. Die sind schon mal los, beide. Sie auch. Okay, und er ist auch weg. Und alle weg hier. Dann habe ich ja nur meine beiden Mädels. Oh, guck mal, wie schön. Den geht's super. Mein Gott. Ah, wenn ich mir auch bedenke, wie das am Anfang von der Quälerei war, die mal hier alle so ein bisschen halbwegs fit am bei Laune zu halten. Oh! Da werde ich mir doch ein wenig Geld verdienen. Und wir haben schon wieder 15.769 Simmelons. Allerdings kann ich mir ganz gut vorstellen, ich muss mal schauen, vielleicht habe ich ja auch Lust, mit der WG nach Windenburg zu ziehen. Ob es da jetzt natürlich ein schönes Haus gibt, weiß ich nicht. Aber wenn nicht, dann werde ich das wahrscheinlich bestimmte platzieren, das Haus. Denke ich mir mal so. Ja, Hanna, geh doch noch duschen oder irgendwas hattest du da noch für ein Problem. Was war denn das? Ah, das machst du schon. Sehr schön. Okay. Ich verdiene dabei ein wenig Geld. Ich finde das total cool. Und irgendeiner singt da wieder falsch unter der Dusche. Zack. Tschüss. oh, was haben wir denn hier Schönes? Ey, warum haben wir hier eine Müllpflanze? Nein, ich will keine Müllpflanzen. Ah, kann man die, verbessern? Nein, wir werden sie nicht verbessern. Wir werden so lange warten, bis sie, muss ich aufpassen bei der Gartenarbeit. Die machen das dann immer mit. Habt ihr das hier schon geplündert? Hm? Nee, mach mal. Plündern. Los. So, Luisa, jetzt wollte ich mal kurz gucken. Du Outdoor-Fan, du hattest doch, glaube ich, ein anderes Bestreben, ne? was hatte ich denn bei dir? was war denn das? Ich hab vergessen. Ach, je. Kreativität? Nee. ich hab's jetzt echt... Oder war sie damit fertig? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Herrlich reich. Nicht pleite gehen. 5.000 Simmelons verdient haben. 10.000 Erspartes besitzen. Hey! 20.000 Erspartes besitzen. 25.000 verdient haben. Nee, so viel haben wir ja nicht. Wobei, das ja gar nicht mal so weit weg ist. Herrenhausbaroness. Ein Haus im Wert von 50.000 Simmelons haben und 15 Kunstwerke. Na, ob unser Haus 50.000 Simmelons wert ist? Könnte. Ich nehme das mal, das muss ich mal probieren. Unser Haus ist so viel wert. Und wir haben 15 Kunstwerke? Wo haben wir denn 15 Kunstwerke? oder 10 jetzt etwa? So viel haben wir noch gar nicht gemalt. Was für Kunstwerke meinten die denn damit? Landschaftsgestaltung im Wert von 5.000 Simmelons kaufen. Ein Haus im Wert von 100.000 Simmelons. Unser Haus ist 90.000 Simmelons wert? Wie habt ihr denn das gemacht? Ey, das gefällt mir. Herrlich reich. Danke. Was? Nein, geh du mal alleine los. Wir haben Erspartes. Nein, das reicht nicht ganz. Und so viel hast du schon verdient. Das könnte ich natürlich jetzt hier mal mit den anderen auch so kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Freund der Welt. Da, Vermögen. Ich nehme jetzt erstmal herrlich frei. Ja, danke. So kann man natürlich auch. Moment, jetzt ändere ich das nochmal.
Die klicke ich jetzt alle durch und dann haben wir ein paar Punkte mehr. Jawohl! 75. Ja, so viel ist das aber nicht, oder? Doch, muss ja. Okay, und jetzt kriegst du dein altes wieder. Du Freund der Welt. Beliebt. Freund der Welt. Kannst du weitermachen. So, das mache ich natürlich bei der Hanna genauso. Du freiberufliche Botanikerin. Komm, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Punkte. Jawohl. Das hätten wir. Und dann machen wir nochmal. Das gefällt mir. Zang! So, was hattest du jetzt gerade? Du Botanikerin warst es, ja. So, wo ist er denn jetzt hier? Genau. Botanikerin. So, jetzt habe ich es wieder. Jetzt dürft ihr weitermachen. Lasst euch nicht stören, wir haben Rechnung bekommen. 2577, Mensch. Jetzt habe ich gedacht, ja, die 4000 Simmelons schaffen wir jetzt auch noch. Ach, na super. Was denn jetzt? Was waren eben? Keine Ahnung. Was? Es ist schon eine Müllpflanze? Oh nein, ich will diese doofen Dinger hier nicht haben. Komm, Luisa, du darfst jetzt erstmal Rechnung bezahlen. Und die Hanna muss sich mal um ihren Garten kümmern. Reue ist zur Arbeit, ja, das wissen wir. Ja, das sieht doch schon mal wieder gut aus. Komm, du darfst das alles ernten. Alles ernten. Mach mal. Aber noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. 2577 sind wir noch ärmer. Ich überlege immer noch, was Luisa für ein Bestreben hatte vorher. Mir fällt es echt nicht ein. Ich muss nur mal gucken. Muss mir die mal ganz genau alle angucken. Die Partylöwin? Nee, das hatte ich auch zwar zwischendurch schon, aber ich hatte doch was anderes genug. Ach, ist ja jetzt hier die Hanna, Quatsch. Ich wollte doch mit der Luisa gucken. Luisa, was könnte es gewesen sein, was du vorher hattest? Freundin der Welt, Partylöwin? Nee, Natur warst du auch nicht. Was der jetzt gerade erst? Nee, Liebe warst du auch nicht. Du bist eine kluge Schülerin. Erwachsen werden. Hä? Das hatte ich schon? Drei Bücher zu Ende lesen. Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. In 4 Fähigkeiten Level 4 erreichen. Level 3 einer beliebigen Karriere erreichen. Also das war's. Das Nerdhirn. Jetzt haben wir's. Ah, genau. Da fehlt dir noch Level 10 der Logik. Okay, aber da das, glaube ich, mit Logik warst du noch nicht so weit. Da können wir doch einfach mal den hier anklicken. Mal sehen, was passiert. Ein Meilenstein. Das ist ungefähr 8000 Punkte. Luisa, du darfst dir was aussuchen. Was möchtest du alles haben? Ich glaube, sie hat jetzt die meisten Punkte. Krass. Was? In 6 Fähigkeiten Level 8 erreichen. Level 3 in 3 Karrieren erreichen. Na, ich glaube, das ist ja schon wieder viel zu schwer. Level 8. Naja. Nee, komm, Luisa, du darfst dir was Neues aussuchen. So kommen wir natürlich hier nie weiter. Was haben wir denn mit Computerfreak? Da hast du auch schon mal angefangen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Level, ach ja, ach nee, ach doch. Doch, das kann sein. Nerdhirn. Nehmen wir einfach erstmal wieder das Nerdhirn. Logikfähigkeit. Genau, das war das Problem. Dann gucke ich mir vielleicht auch nochmal was anderes aus. So, egal. Du darfst auf jeden Fall erstmal ins Weltall, Luisa. Komm, flieg weg. Mal ein bisschen rumfliegen. Mal gucken, was da wieder Schönes kommt. Na, Hannalein, wie geht's dir? Oder nee, warte mal, Luisa, komm, flieg mal nicht ins Weltall. Nein, brauchst du nicht, komm wieder her. Nein, das heißt nicht nie. Nein, das hattest du doch. Mist. Komm sofort wieder zurück. So, da ist sie wieder. Das ist sehr schön. Sag mal, Hanna, hast du eigentlich alles schön geerntet hier? Bewässern. Komm, du kannst nochmal. Nee, eigentlich sollte das die Hanna machen und nicht du. Ach, ich komme heute gar nicht klar, merkt ihr schon. Komm, Hanna soll bewässern.
Du sollst bewässern und düngen müsstest du eigentlich auch. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Bye bye.